Meinen Sie beide? Ihr vorhin schon mal erwähnt, dass ich mich als parteiloser, einfacher Stuttgarter Bürger zum ersten Mal engagiert habe gegen Stuttgart 21 2007 im September anlässlich der Sammlung der Unterschriften für das Bürgerbegehren. Und ich stand 6 Wochen lang auf den Plätzen. Ich wollte eigentlich nur 6 Wochen Unterschriften sammeln und dann eigentlich meine Wege wieder gehen. Bin irgendwie kleben geblieben jetzt an dem Thema. Und wir standen da mit Klemmbrettern und den Unterschriftenlisten auf den Marktplätzen, in den Fußgängerzonen an Ständen. Und wir wurden bestürmt von der Bevölkerung, die alle unterschreiben wollten. Die Mehrzahl hat natürlich gefragt, kann man hier unterschreiben gegen Stuttgart 21? Das war aber ja die Vorstufe, nämlich ein Bürgerbegehren überhaupt mal diesen Prozess anzuleiern. Und da haben auch durchaus Befürworter des Projekts unterschrieben. Das war eine Minderheit, aber immerhin gute Demokraten, die die Demokratie und das Mitsprechen des Volkes, in dem Fall der Stadt Stuttgart, Bevölkerung, ja, höher ansiedelten in der Wichtigkeit als ihre persönliche Meinung zu diesem Bahn- oder Immobilienprojekt. Und das finde ich sehr beachtlich. Wie gesagt, es war eine Minderheit, aber es waren jetzt auch nicht bloß 10 oder 20 Leute, sondern es waren Tausende, bei 67.000. Und ähnlich muss man es dann auch der SPD zubilligen, finde ich. In der SPD mag das Herz immer noch schlagen auf gewissen Ebenen für Stuttgart 21. In Stuttgart ist es leider der Fall. Der Gemeinderat der SPD in Stuttgart scheint der unbelehrbarste Teil der SPD zu sein. Auf Landes- und Bundesebene sind sie inzwischen schlauer. Aber immerhin, alle Achtung, diese SPD, die so zerrissen ist, sagt, nein, die Demokratiefrage ist wichtiger als das Projekt selber. Und deswegen wollen wir hier Klarheit haben. Natürlich soll es ja auch ein Beitrag zur Befriedung der Stimmung in Stuttgart sein. Und ich bin ganz sicher, das wäre ein Mittel, um die Stimmung in Stuttgart zu befrieden. Die ist extrem hochgekocht. Ich habe ein Bild gebraucht bei einem meiner Vorträge. Sie alle kennen die spanischen Stierkämpfe, ja, ein widerliches Spektakel. Also ich würde es lieber heute als morgen abschaffen. Aber Sie kennen diese Bilder, wo dieser Torero diese Widerhakenpfeile in den Nacken des Stiers stupft, um ihn noch wütender zu machen. Und so ungefähr kommt sich die Stuttgarter Bevölkerung vor. Die Stuttgarter Bevölkerung ist der Stier und bekommt von der Politik und von, jetzt muss ich aufpassen mit meiner Wortwahl, von Verkehrsexperten in Stuttgart, die ihr eigenes Süppchen kochen, die nicht unabhängig entscheiden in unseren Augen, weil auffallend ist, dass außerhalb von Stuttgart alle Bahnexperten zu ganz anderen Ergebnissen kommen als die Stuttgarter. Da kriegen wir immer wieder solche Widerhakenschwere in den Nacken und da muss man sich doch nicht wundern, dass die Menschen immer emotionaler werden. Gut. Ja, man kann es beklagen, ich beklage das auch, aber da muss man aufhören, denn immer wieder hier solche Widerhaken zu verpassen. Gut, Herr Gebhardt, die Fragestellung war ja diesen Volksentscheid von der SPD, will ich in beide stellen. Die SPD ist da ein Stück weit geschränkt, Volksentscheid überhaupt zulässig. Es geht ja um Landesthema, möglicherweise Bundesthema. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es der SPD darum geht, die Menschen zu beruhigen, sondern der SPD geht es darum, die eigene Basis zu beruhigen. Die SPD hat auf Landesebene immer für dieses Projekt gekämpft und ich kann Ihnen, ich habe es jetzt nicht dabei, aber wenn es jemanden interessiert, Ihnen noch aus dem August diesen Jahres Pressemitteilungen zeigen, sowohl von Herrn Schmiedl, dem Fraktionsvorsitzenden, als auch dem Herrn Schmid, dem Parteivorsitzenden, wo gesagt wird, dieses Projekt Stuttgart 21 ist unumkehrbar. Jeder, der den Menschen erzählt, es wäre noch zu kippen, streut diesen Menschen Sand in die Augen. Und 4 Wochen später erklären sie plötzlich, jetzt machen wir aber eine Volksabstimmung. Und wenn diese Volksabstimmung dann zu Ungunsten dieses Projekts ausgeht, dann ist es plötzlich revidierbar. Also ich glaube, die SPD ist da sehr wenig glaubhaft in dieser Angelegenheit. Die Landesverfassung sieht 2 Wege vor, um zu einer Volksabstimmung zu kommen. Der eine Weg ist Unterschriftensammlung, um zu einem Volksbegehren und zu einem Volksentscheid zu kommen. Dafür war die SPD nie. Diesen Weg hätte man jederzeit gehen können. Und der zweite Weg ist, der in der Landesverfassung vorgesehen ist, der dem plötzlich die SPD vorsteht. Der ist für den Fall vorgesehen, dass es in der Frage eines Gesetzes, und Stuttgart 21 ist kein Gesetz, nicht? Der Landtag
hat beschlossen, wir wollen dieses Projekt und ermächtigen den Ministerpräsidenten, die Verträge zu unterschreiben. Aber es gibt kein Gesetz. Jetzt kommt die SPD plötzlich, weil sie sieht, in der Landesverfassung gibt es die Möglichkeit für den Fall, dass die Landesregierung ein Gesetz einbringt und die Landtagsmehrheit, also die beiden Regierungsfraktionen, diesem Gesetz nicht zustimmen. Sozusagen einen künstlichen Konflikt zwischen Regierung und Landtagsmehrheit zu konstruieren und das Volk zum Schiedsrichter aufzurufen. Das wäre eine Beugung der Verfassung, weil es gibt diesen Konflikt zwischen Regierung und Landtagsmehrheit nicht. Und deshalb sagen wir, das ist kein gangbarer Weg, sondern wenn man einen Volksentscheid will, dann hätte man den anderen Weg eines Volksbegehrens gehen müssen, abgesehen davon, dass Herr Kirchhoff beispielsweise sagt, das Land Baden-Württemberg sei gar nicht in der Lage, diesen Vertrag zu kippen, weil es ein Bahnprojekt ist und ein Projekt des Bundes. Gut, vielen Dank. Es ist 14:10, eine Viertelstunde haben wir jetzt diskutiert. Ich habe jetzt vielleicht abschließend noch eine Frage an beide. Vielleicht, wenn die beiden bereit sind, können wir auch noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum zulassen. Also dann machen wir das noch. Aber meine abschließende Frage, und dann ziehe ich mich zurück, dann gibt es noch drei Fragen, sagen wir drei Fragen aus dem Publikum. Wie geht es nun weiter mit Stuttgart? Wie sehen Sie die Möglichkeiten? Gibt es da konsensfähige Lösungen? Was stellen Sie sich da vor, Herr Gebhardt? Wobei, jetzt muss ich wieder hell sehen, das kann ich natürlich genauso wenig wie der Herr Rülke. Das ist Teil der Antwort. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Bürgerentscheide. In meinen Augen, das ist jetzt eine kühne Behauptung für manche Ohren, aber in meinen Augen hat der Bürgerentscheid längst stattgefunden. Jede Woche zweimal. Wir hatten bis zu 100.000 Menschen auf den Beinen und auf den Straßen. Das wird ja immer von der Stuttgart 21 Seite sehr despektierlich abwertend gesagt. Die Straße soll heißen, der Mob, der Pöbel, will hier plötzlich was von den Repräsentanten, die gewählt sind. Aber wenn Sie sich da mal umgucken, wer da demonstriert, dann finden Sie, ich bin Medieningenieur, wir bei den Parkschützern sind lauter Akademiker, da sind Doktoren, Mathematiker, alle möglichen Ärzte und Anwälte dabei. Das ist ein Querschnitt der Bevölkerung. Und inzwischen gibt es ja die Gegendemonstrationen, da kommen dann 2.000 bis 3.000 Läufer zusammen, die sich vom Rathaus einfinden. Also das ist ein Gegensatz von zwei Zehnerpotenzen, die liegen da dazwischen. Und das passiert nicht einmal im Jahrhundert, sondern das passiert im Moment zweimal in der Woche und das seit Monaten in Stuttgart. Wenn das kein Bürgerentscheid ist, die Bürger haben längst entschieden, sie sind den Tunnelparteien längst in Stuttgart. Gut, dann leite ich Frage weiter. Wie geht es weiter? Konsens. Wie können wir wieder unsere Bürger ein Stück weit einen, damit auch wieder andere Themen die Oberhand gewinnen? Wir haben bisher sehr sachlich und fair diskutiert, Herr Gebhardt. Vor diesem Hintergrund finde ich es nicht sehr erfreulich, dass Sie uns unterstellen, dass wir die Demonstranten als Mob und Pöbel betrachten. Sie nicht persönlich, aber wir lesen es in der Zeitung. Gut, lassen wir es dabei. Jedenfalls habe ich vorhin schon mal versucht auszuführen, dass ich nach wie vor im Sinne der Verfassung dabei bleibe, dass wir eine repräsentative Demokratie haben. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus über Wahlen und es gibt durchaus die Möglichkeit für Volksentscheide. Aber es geht eben nicht, dass wir plötzlich erklären, die repräsentative Demokratie, die Demokratie insgesamt ist abgeschafft. Und wir haben jetzt eine Stimmungsdemokratie, die funktioniert dann so, wir zählen, wie viele Demonstranten gibt es auf der einen Seite und wir zählen, wie viele Demonstranten gibt es auf der anderen Seite und wo mehr Leute auf die Straße gehen, die haben gewonnen. Also ich glaube, diese Form der Demokratie sollten wir nicht anstreben und das ist auch in keiner Weise von keiner Verfassung gedeckt. Dennoch müssen wir ins Gespräch kommen, das ist überhaupt keine Frage. Von beiden Seiten muss der Weg dahin führen, dass man einander ernst nimmt, dass man miteinander in die Diskussion kommt und dass man sich nicht gegenseitig als Feind betrachtet.
so wie das in Stuttgart leider teilweise der Fall ist, bist du für, bist du gegen das Projekt, man wird dann als Feind betrachtet und es entstehen dann Aggressionen. Die müssen absolut überwunden werden, das ist notwendig. Aber ich sage in aller Klarheit, für uns gelten parlamentarische Entscheidungen und solange es keine anderen parlamentarischen Entscheidungen oder gegebenenfalls auch auf Basis der Verfassung Volksentscheidungen gibt, werden wir diese Entscheidungen auch umsetzen. Gut, ich danke Ihnen. Das war ja fast schon ein Schlusswort, auch mehr habe ich gesagt. Noch drei Fragen von Ihnen. 1, 2, 3, das sind die drei Männer. Soll er mal auch eine Dame zulassen? Ja. Eine Dame, wer ist die Dame? Keiner, also. Also, okay. Sie haben sich als erstes gemeldet. Als Planer, der auch Bahnanlagen planen darf, aber üblicherweise nicht von der Bahn abhängig ist, möchte ich den Herrn Dr. Rüge, weil hier eben auch speziell die Sache mit dem Recht und auch mit der Verlässlichkeit dargestellt wurde, fragen, wie Sie dazu spüren. Ich frage jetzt nur kurz, ich könnte es weiter ausführen fürs Verständnis, was ich jetzt lasse, um auch auf die anderen Fragen einzugehen können. Wenn nachweislich in den Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsbeschlüssen, die ich persönlich gelesen habe, auch um andere Leute, also um mir ein Bild zu machen und auch neutral berichten zu können, wenn hier offensichtlich falsche Rechtfertigungen in den Planfeststellungsbeschlüssen drinstehen, wie bewerten Sie das im Rahmen des Rechtes, das Sie jetzt vorher im Rahmen von Demonstrationen ausgeführt haben? Also wenn es sich jetzt in den Gesprächen, sage ich jetzt mal, mit Herrn Geisler darstellen ließe, dass die Rechtfertigung von Planfeststellungsbeschluss so eigentlich nicht hätte genehmigt werden dürfen oder es Mehrkosten verursacht hätte, wie würden Sie zu dieser Situation stehen, was den Rechtsgedanken angeht? Zu dieser Situation würde ich so stehen, dass man falsch oder missbräuchlich zustande gekommene Planfeststellungsnormen gerichtlich angreifen muss. Und wenn ein Gericht dann entschieden hat, die sind rechtswidrig zustande gekommen, dann sind sie nichtig. Wessen Aufgabe wäre das Ihrer Meinung nach? Das ist die Aufgabe desjenigen, der die Rechtsgültigkeit in Frage stellt. Gut, klare Antwort. Zweite Frage. Das war der Herr. Sie haben sich gemeldet. Ich habe gestern die Debatte im Landtag und auch Ihre Rede verfolgt am Fernsehen zusammen mit meinem 18-jährigen Sohn. Sie haben in dieser Rede rhetorisch Ihre Vorredner, Herr Hau und auch Herr Kretschmann, klar überflügelt. Am Ende Ihrer Rede machten Sie folgende Aussage: Emotionen herunterkühlen. In Ihrer Rede haben Sie Beschimpfungen, lasse ich mal weg. Sie haben aber Diffamierungen in meiner Augen und Beleidigungen ausgesprochen, die gerade das Gegenteil. Welche bitte? Bitte? Welche Beleidigungen bitte? Ja, dass zum Beispiel die Kollegin im Bundestag, Frau Roth, den Landtag alleine umzingeln könnte. Das war ja eine dieser Diffamierungen in meiner Augen. Ich halte es nicht mehr so schnell, dass wir das sagen. darf ich es fortführen? Also, ich denke, Stuttgart 21 macht Politik und Politikerverdrossenheit deutlich. Wenn Sie selbst anders handeln, als danach fordern, Emotionen herunterkühlen, sind Sie Teil dieser Veranstaltung, die Politikverdrossenheit herstellt. Was war jetzt die Frage? Neue Fragerunde, drei Fragen haben wir. Die Frage war, nehmen Sie das nicht selbst wahr? Meine Antwort ist die, dass ich mich darum bemühe, dass wir zu vernünftigen Lösungen kommen. Gut, danke. Die dritte Frage war von Ihnen.